So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir waren hier stehen geblieben vor dem guten Leuchtturm von Jack. Ich habe diesmal die Weitsicht etwas höher gestellt, um zu gucken, ob das Spiel immer noch flüssig läuft. Bis jetzt sieht es ganz danach aus. Hier haben wir noch eine Mana-Pflanze. Jetzt könnt ihr hier wirklich richtig weit rausgucken. Guckt euch das mal an. Da seht ihr die Insel, die Wüste. Da hinten ist Kap Dun. Okay, wir lassen es einfach mal so. Sieht ja ganz interessant aus. Okay. Und hier vorne haben wir schon unsere guten Jack, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, Jack, der Besitzer des Leuchtturms. Hallo. Na, mein Jung, unterwegs zu großen Abenteuern? Und direkt ist er mir sympathisch. Okay, ja, ich hörte, du hast Geld von den Rebellen kassiert. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja, ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Ja, wir sind gekommen. Okay, gib mir das Gold der Rebellen. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Was soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold? Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? 400 Gold, ja, ist ganz in Ordnung. Ja, schönen Turm hast du hier. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sage ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Oh, die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ich wusste, du würdest mir helfen, mein Junge. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. Okay, 50 Gold ist nicht viel, aber okay. Hast du Orks gesehen? Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen. Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Ja, so gerade mal einen Schluck getrunken. Ja, okay, also keine Orks gesehen. Ende. Ja. Okay, ein bisschen Gold abgesammelt, ein bisschen Erfahrung, sehr schön. Dann würde ich sagen, laufen wir mal hier rüber. Ich weiß natürlich schon, was wir als nächstes machen werden. Oh, eine Blutfliege. Die kennen wir natürlich auch noch aus Gothic 2 und 1. Hier sind die ein bisschen gefährlicher, denn hier können sie einen vergiften. Kein Spaß, wirklich so. Man muss immer vorsichtig sein, weil die können einen wirklich auch töten. So eine einzige. Okay. Die auf jeden Fall nicht mehr. So, laufen wir hier mal rüber. Da vorne haben wir ein paar fliegende Steine, wie es aussieht. Na, jetzt nicht mehr. Ja, so ist die Weitsicht natürlich heftig, oder? Guckt euch das mal an. Wow. Das ist doch mal schick, oder? So, würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Schnellreise nach Kap Dun. Redok, müssen wir nochmal nach Redok? Ich überlege gerade. Nö. Gehen wir nach Kap Dun. Warum genau, werdet ihr gleich verstehen. So, ich hoffe, das Spiel muss jetzt nicht lange laden. Es ging aber jetzt immer ganz flott. Okay. Da sind wir. Da sind wir da hatata. Okay. Ezil. Nee, brauchen wir nichts von. So, ich überlege gerade, sind die im. Ja, die sind uns immer noch so ein bisschen feindlich gegenüber gesinnt. So, da habe ich ja gesagt, wir werden auf jeden Fall noch 20 Lernpunkte in. Du hast den Banditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Ja, danke schön. Ja, ich habe ja gesagt, wir werden noch 20 Lernpunkte in die Fähigkeit Stärke investieren. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, 5. Weiter so. 10. Gut so. 15. Gut so. 20. Nur weiter so. Perfekt. Zurück. Ende. Inventar, denn jetzt können wir schon das Schädelschild benutzen. Ist zwar abgenutzt, aber macht deutlich trotzdem mehr, wie schützt es uns mehr als unser Holzschild. Sieht doch ein bisschen ordentlicher aus. Bögen haben wir nur Billigbögen, okay. Da können wir eben zu Urkras gehen, dem ein paar Sachen verkaufen, wenn wir gerade mal hier sind. Hallo. Zeig mir deine Ware. So, wir haben wirklich viel Prüll. Die ganzen Schwerter können weg. Rostige Schwerter, Knüppel, Bögen.
Kampfstäbe auch, Hellebarden auch. So, die weg. Schatulle, Silberpokal. Kellen könnte eigentlich auch weg. Meine Güte. So, Goldausgleich, tauschen, haben wir wieder ordentlich Gold. So, denn jetzt werden wir einen Weg einschlagen, Leute. Wir befinden uns hier in Kapdun und unser nächster Anhaltspunkt wird sein Monterra, wo der gute Paladin Wenzel herkommt. Dafür werden wir hier diesen Weg hier lang gehen. Ich sage euch den mal mit der Maus. Hier rum, hier rum, hier rum, hier durch das Gebirge. Hier rum. Und erstmal bis da, denn da wartet etwas Besonderes auf uns. Aber das seht ihr dann gleich. Okay. Oh, hier könnt ihr nochmal die schöne Weitsicht genießen. Die ist jetzt wirklich schöner. Guckt euch das mal an. Das ist schon die Wüste, oder? Jo. Das ist die Wüste, Leute. Und da kann man jetzt theoretisch auch rüberschwimmen, wenn wir wollen. Aber da kommen wir auf einen anderen Weg hin. Dazu dann später mehr. Okay, erstmal raus aus der Stadt. Mit Gamal, das machen wir später. Oh, hier haben wir noch ein Wolfsfell. Ich meine, hier ist aber auch noch irgendwo eins. Ja, hier. Hier geht übrigens ein Weg runter zum Strand. Den Weg werden wir auch später lang gehen, denn da wartet noch eine Höhle auf uns mit einem sehr besonderen Gegner. Aber da sind wir jetzt momentan noch ein bisschen zu schwach für. Okay. So, wir verlassen erstmal hier jetzt Kapdun. Richtig schöner Soundtrack. So, Jens. Zeig mir deine Ware. Langbogen, Jagdbogen, Langbogen 140. Wie viel haben wir Jagdgeschick? 103. Ja, nee, dann lassen wir. Halten wir uns erstmal. Wie viele Lernpunkte haben wir noch? 15, oder? Ja, die halten wir uns erstmal. Ja, in Jagdgeschick zu investieren würde uns im Moment sowieso nichts bringen. Daher lassen wir es einfach mal. So, wir sind jetzt hier wieder bei dem Bauernhof und müssen hier jetzt links hoch. Wir können jetzt natürlich theoretisch, wenn wir wollen, auch schon nach Wengard laufen oder nach Faring, nach Gotha. Aber wir werden jetzt einfach hier rüber nach Monterra laufen, da ich der Meinung bin, dass das eigentlich so von der Schwierigkeit her der nächstbeste Anlaufpunkt ist. So. Da haben wir noch eine Mana-Pflanze, die nehmen wir natürlich mit. Wäre schön blöd, die hier zu lassen. So, da ist übrigens die Höhle, wo wir rausgekommen sind, als wir die Höhlen von Redok durchquert haben. Also eine andere Verbindung zur Oberfläche. Und hier ist wirklich gut zu wissen, Leute, das ganze Spiel läuft komplett ohne Ladezeiten. Hier haben wir eine Schatulle. Schaufel und eine Laute. Okay, Silberpokal. So, das heißt, das ganze Spiel ist auf einer einzigen Ladeebene. Vergleich das mal bitte mit Skyrim, da ist schon ein Unterschied. Alles hier ist nur auf einem Ladebild. Da gibt es keine Ladepausen im ganzen Spiel. Das, finde ich, ist richtig heftig. Aber okay, da kann ich euch kurz eine Story erzählen. Früher habe ich das Spiel auf dem Laptop meiner Mutter gespielt und da lief das so schlecht, da hat jedes Laden so um die 3-4 Minuten gedauert. Und ja, da könnt ihr euch vorstellen, da war es ziemlich blöd, dass das halt ohne Zwischenzeiten war. Ist ja logisch, bei so einer großen Welt lädt das natürlich etwas länger als bei Skyrim, wo es dann so kleine Abschnitte gibt. Aber ist natürlich auch verständlich. Lässt sich dafür aber schöner spielen als Skyrim, das merkt ihr wahrscheinlich jetzt schon. Bei Skyrim ständig diese Ladepausen und hier kann man einfach Durchgänge weiterspielen. Uiuiui. Okay. So. Da vorne sitzt noch jemand. Hier sehen wir ein paar einen umgekippten Wagen. Und ich würde sagen, wir reden einfach mal mit ihm. Das ist der gute Iomar. Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Ja, was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Ja, die haben wir bereits erledigt. Der Banditenboss Ortega ist tot. Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug, da brauchen wir nicht auch noch Banditen. ja, was haben sie dir gestohlen? Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ja, ich besorgte dein Lampenöl zurück.
Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Ja, hier hast du dein Lampenöl. Das haben wir schon gefunden in der guten Höhle. Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Ja, jetzt gibt er mir 400 Goldstücke, dann ist ja keine selbstlose Tat mehr, oder? Naja, okay. So, hier haben wir ein Steinchen. Ein Leuchtsteinchen. So, hier könnt ihr nochmal die schöne Aussicht genießen. Da hinten liegt Ardea. Und da seht ihr immer noch die Kuppel von Vanguard. Also, wirklich ordentlich die Weitsicht. Okay, genug von der Weitsicht geschwärmt. Erstmal runter hier. So, hier haben wir eine Menge Wegweiser. Vanguard, da wollen wir nicht hin. Ardea, von da kommen wir. Montera, da wollen wir hin. Und was steht da noch? Nur Montera. Ah, da oben, was steht da oben? Montera. Okay. Ardea. Okay, also müssen wir hier durch den Wald gehen. Oh, da vorne haben wir ein Wildschwein. Das erledigen wir auch kurzerhand. Ihr seht das, am Anfang ist der Bogen wirklich eine extrem gute Waffe. Uiuiui. Letzter Pfeil, jetzt Schwert. Okay. Sogar zweimal Fleisch, sehr schön. Ah, übrigens, ich würde mal sagen, wir kämpfen mit dem Schwert hier. Ist ein bisschen schlauer, legen wir das mal auf 1. So. Perfekt. Okay, da haben wir einen Scavenger. Oh, das war ein Kopfschuss, oder? Also, ich meine, es wäre ein Kopfschuss gewesen. Läuft hier Kampfmusik? Kommt noch jemand? Nein. Okay, dann haben wir noch ein Wildschwein. Ich würde sagen, das erledigen wir auch nochmal eben. Ach, komm schon. Wenn wir den erledigen, bevor der ankommt, dann sind wir ein Meisterschütze. Ne. Perfekt. So, Wildschwein, zweimal Fleisch, nehmen wir mit. So, dann haben wir hier vorne jetzt etwas Besonderes. Eigentlich eine Kleinigkeit, aber... ja. Trotzdem etwas Besonderes, wie ich finde. Oh. Da vorne kommt schon ein Goblin an. Feiger Goblin. Ohne Schlange ist auf dem Boden. Sehr schön. Ja, Feiger Goblin. Waldbeere nehmen wir mit. So, denn hier vorne haben wir einen kleinen Rebellen-Außenposten. Ja. Sieht man relativ oft, aber ist trotzdem was Besonderes, finde ich. Hier haben wir Rebell und Armon. Bleib stehen! Keinen Schritt weiter! Okay, bleib locker, ich tu dir nichts. Sieh an, noch so ein dreckiger Rebell. Ja, ich tu dir nichts. Bleib locker, ich tu dir nichts. Bei Innos! Ich dachte schon, du wärst einer von den miesen Orksöldnern. Wie der das sagt, von den miesen Orksöldnern. Hast du keine Angst, dass die Orks... dass dich die Orks erwischen? Hast du keine Angst, dass sich die Orks erwischen? Orks sind unvorsichtig und laut, wenn sie durch die Wälder streifen. Ich höre sie schon nach 500 Meter. Die einzige Plage, die mir zu schaffen macht, sind die verfluchten Goblins. Okay, hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Angst? Ich habe keine Angst. Die Goblins schleichen sich nachts ans Lager heran und stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Irgendwo in der Nähe muss ein ganzes Nest von diesen feigen Goblins sein. Okay. Interesse an einem kleinen Handel? Interesse an einem kleinen Handel? Kommt drauf an, was du dabei hast. Okay, können wir mit dem also auch handeln. Ja, ich werde die feigen Goblins für dich erledigen. Ich werde die feigen Goblins für dich erledigen. Na dann mal viel Spaß. Goblins sind verdammt flinke kleine Mistkerle. Lass dich nicht von ihnen umzingeln, dann machen sie dich fertig. Das werden wir sehen. Ja, erzähl mir mehr über diese Gegend. Erzähl mir was über die Gegend hier. Du bist hier in der Wildnis. Keine Stadt weit und breit. Das Gebirge im Norden dort trennt die Küstenregion von Mittelland.
Wenn du dem Weg weiter Richtung Westen folgst, wirst du irgendwann nach Monterra kommen. Falls dir die Banditen nicht vorher den Hals durchschneiden, versteht sich. Okay, Ende. Im Norden ist das Gebirge. Hier das Gebirge trennt also... Hier das Gebirge trennt Mittelland von der Küstenregion. Interessant. Okay, da vorne die Höhle ist natürlich die, wo die feinen Goblins drin sind. Deshalb stand auch schon der eine vor. Ist ja logisch. Da würde ich sagen, wir einfach mal rein und räumen ein bisschen auf. So stark sind Goblins jetzt wirklich nicht. So, ein Quicksave. So, dann essen wir mal ein paar gebratene Fleischkeulen hier. So. Und stürm mal in die Höhle rein. Hallo? Aua! Also ihr seht da schon, wirklich große Schwierigkeit machen uns Goblins nicht. Noch nicht. Wenn jetzt natürlich Massen ankommen, hätten wir ein Problem. Okay, hier haben wir noch eine Truhe, die nehmen wir mit. Was haben wir drin? Ja, Wasser, Kelle und eine Fackel. Die man mit ihren Kellen, ey. Man wird ja richtig zugemüllt damit. Hallo? So. Ihr seht das, wirklich große Schwierigkeiten sind die für uns nicht. Nee, nee, nicht ans Lagerfeuer. So, Knüppel, feiger Goblin, nehmen wir alles mit. Knüppel, feiger Goblin, nehmen wir auch alles mit. Und noch ein Knüppel. So, was haben wir hier? Eine Truhe. Wasser, Fackel, Gold, Schaufel. Na, jetzt habe ich die Schaufel nicht mitgenommen. Nein. So, perfekt. So, hier haben wir einen Hocker und sonst auch... Okay, und haben wir noch zwei Goblins. Das dürfte auch kein Problem werden. Hallo? So. Und hier auch der letzte. So, Ruf bei den Rebellen plus 1. Sehr schön. Ja, feige Goblins in der Nacht erledigt. Okay, wäre kein großes Problem eigentlich. Metalltruhe kriegen wir nicht auf. Metalltruhe kriegen wir nicht auf. Okay. Feiger Goblin, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hier die Truhe hatten wir noch. Feuerpfeile, Flächen, Rohstahl und ein Roba. Wie heißt das? Schwarzer Roba oder wie heißt das nochmal? So, wieder raus aus der Höhle. Das war's ja schon. Also ihr seht das, Goblins sind für uns gar keine Probleme mehr. Was haben wir hier? Snapperkraut. Ermöglichte ja in den Vorgängern Sprinten. Das ist hier auch so. Nö. Schade. Okay. Ja. Armon. Die feigen Goblins sind erledigt. Die feigen Goblins sind erledigt. Und die Mistkerle haben dir nicht das Fell abgezogen? Teufel nochmal. Du hast es drauf, Mann. Das ist mir 100 Goldmünzen wert. Dankeschön. Ja, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Oh, brauchen wir nichts von. Okay, dann würde ich sagen, da vorne ist noch ein Wildschwein, schnell noch ein Quicksave. Und dann hätten wir hier dieses kleine Lager, das war halt die einzige Aufgabe, die hier auf uns wartet. Ist halt nur so ein kleines Basislager, so ein... Ja, komm her. So, perfekt. Nehmen wir alles mit. Was ist das hier? Flammenbeere. Neue Truhe. Brot Dietrich, schwarzer Roba. Warum nicht, ne? Bringt viel Geld. Okay. Oder haben wir einen Hasen? Wie süß sich das Wort schon anhört. Hase. Naja. Okay, was ist das hier für ein Weg? Will ich gar nicht wissen. Okay, dann haben wir noch ein Wildschwein. Guck kurz auf die Karte. Okay, da sind wir... Oh. Perfekt. So. Gucken wir jetzt nochmal auf die Karte. Okay, wir sind jetzt schon hier. Ihr seht das noch, dieses kleine Stückchen. Und da kommt etwas Besonderes, wie gesagt. Also machen wir gute Fortschritte auf dem Weg nach Monterra.
Ich hoffe, ich weiß, wo da der Teleportstein liegt. Das fällt mir gerade gar nicht so spontan ein. Okay, sehr schön. Scavenger. Fleisch und ein Ei. Okay, hier haben wir wieder eine Truhe und ein paar Skelette. Ausdauertrank, Wassermöhre. So. Also von Xardas haben wir immer noch keine neuen Infos gefunden. Wo der sich jetzt letztlich aufhält, wissen wir immer noch nicht. Aber okay. Vielleicht erfahren wir ja in Montera ein paar neue Einzelheiten. Ich sehe nix. Okay, trotzdem gewonnen. So, Scavenger, Fleisch. Scavenger, Fleisch. Scavenger, Fleisch und ein Ei. Okay. Ich sehe nix, dankeschön. So, Ardea. Ne, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach Montera. Ich höre was. Okay, da ist schon wieder eine Truhe. Okay, Ausdauertrank, Trank gegen Krankheiten, Rohstahl, schwarzer Rober. Ja, am Anfang halt noch Sachen, die man immer brauchen kann, außer der schwarze Rober. Montera, perfekt, immer noch auf dem richtigen Weg.